Wuppertal, Perle des Bergischen Landes und immer eine Reise wert. Vor allem, wenn man es auf verloren gegangenes Gepäck abgesehen hat. Denn hier ist das zentrale Fundbüro der Deutschen Bahn. Hallöchen. Hallo, Herr Feld. Wir kommen, um ein paar Koffer abzuholen. Ja, haben Sie ja die Ladefläche mitgebracht. So ist es. Im Hauptbahnhof von Wuppertal lagern unzählige Schätze. Und Udo Feld ist hier der Schatzmeister. Jeden Tag kommt eine neue Lieferung mit Fundsachen aus ganz Deutschland. Das schaue ich mir heute mal an. Ja, Herr Feld, dann schauen wir mal in den ersten Karton rein, würde ich sagen. Ja. Wir können den hier mal aufmachen. Der kommt aus Hamburg. Ja. Und in dem Fundstelle Hamburg schickt uns hier im Moment mit dem Karton 11 Fundgegenstände. Dann holen wir doch mal was raus. Holen wir mal raus. Nehmen Sie mal den kleinen Karton. Was haben wir hier? Ja, schon bin ich im Schatzsucherfieber. Ah, nämlich schön sortiert. Ach, guck mal hier. Ja. Kopfhörer. Und wenn Sie mir davon die Nummer sagen, ganz gute. Die letzten vier Zahlen von der Nummer, ja, dann könnte ich die. Herr Feld, hier sind viele Nummern drauf. Ja, ich sage Ihnen welche. Die letzten vier brauche ich, die 2313. 2313, Herr Feld. Der 59-Jährige spannt mich direkt in die Arbeit mit ein. Bürokratisch ordentlich natürlich, damit zumindest jetzt nichts mehr verloren geht. Weiter geht die Entdeckungsreise. Herr Feld, ich sehe gerade, hier ist heiße Ware. Ganz heiße Ware. Ja, ist nicht immer das drin, was draufsteht. Aber nee. Ein Einkaufsbeutel mit eines Dessous-Herstellers. Dürfen wir da, Herr Feld? Ja, gucken wir mal. Ja, dürfen wir da. Das ist, so wie es aussieht, ist es Neuware. Bei diesem Fund aus der S11 bei Köln wird mir direkt ganz warm. Das ist auch nett. Ein echter Hingucker. Wie sieht es bei sowas aus, die Erfolgschancen, da noch die Besitzerin oder den Besitzer zu finden? Also wir gucken auf jeden Fall nach, ob eine Verlustmeldung vorliegt. Das ist natürlich schwierig, wenn wir jetzt hier irgendwo noch ein Zettelchen haben mit einem Namen oder so, kann man nachforschen. Aber der Kunde hat ja die Möglichkeit, eine Verlustmeldung zu machen, zu beschreiben, was er verloren hat. Das matchen wir sehr relativ gut. Hier ist die Wahrscheinlichkeit aber eher gering. Also genieren Sie sich nicht, schreiben Sie der Deutschen Bahn, ja. dass Sie Ihren... Ja, BH verloren haben oder vergessen haben. Häufiger als Dessous finden sich in der Bahn aber Rucksäcke und Taschen. Den vergisst man scheinbar auch. Ja, einfach davon im Zug. Haben wir auch Massen. Ja, das passiert schon. Was hier wohl drin ist? Wahnsinn. Schon wieder Kopfhörer. Ja. Na, ziehen Sie ruhig raus. Jo. Passiert nichts. So. Ein iPad. Ja. Also, ja. dass solche Sachen hier bei Ihnen landen. Ist das eine Seltenheit oder? Nein. Passiert das häufig? Das passiert häufig. So teure das Gegenstände? Das passiert häufig, ja. Aber in der Regel, wenn wir sowas finden, ist die Rückführungswahrscheinlichkeit sehr hoch. Denn in 80% der Fälle finden Udo Feld und sein Team Hinweise auf den Besitzer oder die Besitzerin. In diesem Fall ist der Eigentümer wohl sehr jung. Das ist eine Klassenarbeit und da haben wir auch einen Namen. Und anhand des Namens können wir jetzt gucken, ob der Eigentümer eine Verlustmeldung gemacht hat. Oh, da ist aber sehr viel rot, ne? Ja, ja. Eieieiei. Vielleicht will er die Klassenarbeit ja gar nicht wieder haben. Kann sein, dass er es deswegen hat liegen lassen. Aber ich glaube, das iPad ist schon das Wichtigere. Und naja. Die Mitarbeiter machen sich direkt auf die Suche. Fundsachen, die nicht sofort zurück zu den Eigentümern gebracht werden können, landen hier, in Udo Fels heiligen Lagerhallen. Auf 1400 Quadratmetern lagern rund 3500 Koffer und Taschen, die in deutschen Zügen oder an Bahnhöfen vergessen wurden. Was war das Skurrilste, was Sie bislang mal so gefunden haben in der Tasche? Tatsächlich haben wir in den Taschen auch schon mal Brustimplantate. Brustimplantate? Brustimplantate, original verpackt. Auch die konnten wir dem Eigentümer zurückgeben. Also die Implantate sind wieder an den Mann, an die Frau. Frau gekommen. Genau, ja, okay. genau. Ja, dann? Ja. Gucken wir mal weiter, was Sie hier noch haben. Ein Lebensmittellieferdienst, der schon mal was in der Bahn vergisst. Oder ein niegelnagelneuer Fernseher, der im Zug stehen gelassen wurde. Hier gibt's wirklich alles. Auch Musik steckt in der Deutschen Bahn. Hätte ich gar nicht gedacht. Ganz seltene Fundsachen bewahrt Udo Feld hier auf.
Hier haben wir noch ein Fundstück mit sehr hohem ideellen Wert. Das ist unser Bundesverdienstkreuz. Ja, ist sicherlich traurig, dass es nicht mehr hat. Das ist schon was sehr Wertvolles. Wir haben auch probiert, über die Seriennummer, die hinten drauf steht, ihn zu ermitteln. Aber auch das war leider erfolglos. Und ja, schade. Aber umso besser für uns, dann haben wir es. Das kommt natürlich nicht mehr unter den Hammer. Einmal pro Woche gibt's die große Bahnauktion in Wuppertal. Hier wird alles versteigert, was nach 70 Tagen nicht zum Eigentümer zurückgefunden hat. 34 zum 1.2., 34 gar nicht mehr, 34 dann zup. Ich und der Chef bieten selbstverständlich mit. Aber wir haben harte Konkurrenz. Da ziehe ich wirklich alle Register. Darf ich Ihnen den Koffer gleich noch abkaufen? Nein. Ich brauche einen Koffer. Doch dann bin ich im Versteigerungsrausch. Und fleißig. 52, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 9, 18, da. 94 Euro. Ja, sehr fleißig. Da kommt ganz schön was zusammen. Was in den ersteigerten Koffern drin ist, wissen wir nicht. So, der letzte Köfferchen. Denn zum Auspacken geht's jetzt ins Stern-TV-Studio.